Hallo und herzlich willkommen. Was machen BD1 da drin? ja, willkommen zu einer neuen Folge Jedi Fallen Order. Letztes Mal haben wir unseren Kristall gefunden. Und was? Bewegen, um Farbe zu wechseln? Ach krass. Ach krass. Okay, gut. Also, wir haben. Das ist so. Hell? Das ist so lila? Oder so pink? Das ist lila, blau, gelb. Nochmal lila. Orange, gelb. Okay, auf jeden Fall werden wir mal schauen. Weil in Canon bedeuten die verschiedenen Farben einfach, dass dass die Schwerter verschiedenfarbige Kristalle haben, ganz einfach. Und in Legends haben die aber alle eine Bedeutung. Und genau, also blau hat die Bedeutung der Kampf und Selbstverteidigung, Schutz des Benutzers. Also ist eher so eine verteidigende Form, wie zum Beispiel Obi-Wan, der hat die perfektioniert. Dann grün ist Friedenswächter. Qui-Gon Jinn hatte zum Beispiel grün. Yoda auch. Ist ja klar. Gelb, das Böse und das Böse und die Sith von der Galaxis fernhalten, ist gelb. Viele Boten oder auch die Wächter im Tempel der Jedi hatten gelbe. Dann lila bedeutet, dass man kurze Zeit der dunklen Seite der Macht verfallen ist. Und dann wieder zur hellen Macht zurückgekehrt ist, wie Mace Windu. Rot ist natürlich Sith und dunkle Jedi, die können aber auch Lila haben. Dann sind sie halt, es ist halt dann umgekehrt, dass sie von dunkel nach hell wieder zu dunkel geswitcht sind. Weiße Jedi haben außerordentlichen ruhigen Geist. Habe ich ja letztes Mal schon gemeint, dass zum Beispiel Ahsoka Tano oder so, die hat ihre Kristalle von einem Bruder, also von einem Inquisitor geklaut, beziehungsweise hat ihn besiegt und dann die roten Kristalle gesäubert, dann entstand weiß. Orange sind Jedi, die gut in Verhandeln sind. Und genau, das war's eigentlich. Also so lila und pink habe ich jetzt nicht gefunden. Aber ich wusste auch nicht, dass hier so lila und pink möglich sind. Und ich würde sagen, dass wir uns ein weißes Lichtschwert machen. Ich finde weiß am coolsten irgendwie. So mit reinem Geist und so. Oh, der macht jetzt zwei Lichtschwerter. Also zwei Einzelschwerter. Oder? Ich find's ein bisschen schade, dass der das mit so einem Lötkolben macht. Oder halt so ein Schweißding macht. Weil normalerweise in den Büchern oder in den Filmen ist es ja immer so, dass die das mit der Macht zusammenfügen. Okay, ein bisschen Macht war dabei, okay.
fühle mich ein bisschen wie, ich fühle mich ein bisschen wie, Savage, nee, nicht Savage, sondern... Na, Asajj Ventress. Aber das macht dann nur für so einen Strike, oder? Okay, aber das ist cool, dass man werfen kann und gleichzeitig weiter angreifen kann. Ja, ist nicht schlecht. So, dann... Ah, Zyan, okay. Indigo, Magenta, Gelb, Orange, Violett, Grün, Blau. Ja, Zyan. Ich schau mal, wie die ganzen Farben aussehen. Ja, Lila ist natürlich auch cool. Okay, das ist cool, das muss ich mir merken. Warte, erst. Ja. Nee. Nee. Ja, da drin ist auch noch was. Ja, nicht schlecht. Dann. Magenta. Ja, ist jetzt nicht so wild. Dann Zyan hatten wir gelb. Ja, weiß auch jeder, wie es aussieht so und so. Einfach ja Guardians, Tempelwächter. Dann Orange hatten wir, Violett. Ah, Indigo ist so ein dunkles Violett. Genau. Ist schon auch cool. Aber da finde ich sogar das Dunkle sogar cooler. Genau, dann gibt es noch das Übrige. Gut, wir bleiben aber bei Indigo. Ah, das finde ich ein bisschen schade. Die haben das jetzt total geändert. Das, das ist nice. Die haben jetzt einen Patch rausgebracht. Und vor dem Patch, konnte ich das mit der Maustaste antippen. Und das kann ich jetzt aber nicht mehr. Magnus. Ja, das muss ja zusammenpassen, ne? Ich glaube, es Silber passt zu Zyan am besten. Okay, alles klar. Ja, cool. So. Jetzt haben wir wieder ein Lichtschwert. Oder hier war doch... Ah, da drüben. Jetzt.
Bedenke, Padawan, du wählst deinen Kristall nicht, er wählt dich. Kristall von einem Jüngling entdeckter, aber seltsamerweise zurückgelassener Kristall. Ja. So, gibt's hier noch irgendwas? Das ist komischerweise nicht von einer Alpha-Wand. Verschlossen, versperrt. Meditieren. So. Wir schauen mal kurz auf den Fähigkeitsbaum. Oder auch nicht. Hatte mal Einstellungen, Steuerung, also hier geht es alles. Aber wenn ich hier bin, also ich habe zwar noch die Maus, naja, okay, dann mache ich es halt so. Oh nein, jetzt, oh, wieso haben die das geändert? Das war davor cool. Naja, egal. Irgendwas musste ja EA nochmal ändern, damit es schlechter wird. Diese Deppen. Maximales Leben. Regeneriert zusätzliches Leben. Warte, das würde ich mal kurz sehen. Ist auch nicht schlecht. Nein, ich will da hoch. Luftangriff, ja genau, das war das da. Er macht, wenn er einen Gegner besiegt, trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Ah, nee, das ist zu dunkel. Halte 1. Ich glaube, das da mache ich als nächstes. Beziehungsweise, dann muss ich ja zuerst den da lernen. Da muss ich den ja lernen, ja, okay. Ja, dann lernen wir das als nächstes, weil das ist am coolsten mit der Kombination von dem Doppeldichtschwertschwinger. Ja. Das ist halt dann richtig cool. So. Ja. Bleib zurück, ich schaff das.
Ah, krass. Konzentration. Wir werden problemlos gewinnen. Ha. Er könnte entkommen. Er ist so gut wie erledigt. Nähert euch dem Ziel. Er ist getroffen. Unmöglich. Sie können ihn nicht stoppen. Ich kriege ihn nicht. Ich hab Schaden verursacht! Warte, wie geht's? Habe ich einen Flüchtigen! Du kannst nicht besser sein als ich! Ja. Heil mich! Wir werden dich besiegen! Er ist zu schnell für mich! Komm ich jetzt, lauter, springst du da? Tage den Kampf zum Feind. Verbündete am Boden. Ich krieg ihn nicht. Wir können gar nicht verlieren, stimmt's? Ist jetzt mal fertig? Wir sind schon fast ein Massenmörder hier. Ja, ganz ehrlich, was ist das alles hier? Zeig mal, was du kannst, BD. So wird's gemacht. Alter, die Musik, ne? Ein bisschen over the top. So ein bisschen Indiana Jones-mäßig. Führe Machtangriffe mitgeteilt. Bestätige Präsenz von Eindringlingen. Schaden erledigen. Eindringling umgeht Angriff. Da. Ich brauch was, Kumpel. Unbedeutend. Zerschmettere Gegner. Ziel in Reichweite. Drücke vor, um Sichtkontakt zu erhalten. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Hilfe! Hier. Vernichtung initialisiert. Zerschmettere Gegner. Mal schauen, wer gewinnt. Ob unsere gewinnen oder die von den anderen. Wahrscheinlich eher die von den anderen. Eindringling erreicht. Weit aus. Kumpel, Hilfe!
Benötige Wartung. Markiere Feind. Macht er jetzt bei denen so einen... Bist du damit fertig, BD? Finisher-Move. Na, egal. Hier, wir müssen hier weg. Sie nehmen Illum ein. Alles in Ordnung? Nein. Ich wurde entdeckt. Und das ist nicht alles. Sie bauen Kyber-Kristalle ab. Captain, bereit machen zum Start. Woher weiß er, dass die jetzt Kyber-Kristalle abbauen? Aber ja, es ist eigentlich offensichtlich. Ist eigentlich offensichtlich. Nach da. Schau ich mal kurz. Das eine Geheimnis haben wir ja jetzt nicht entdecken können. Das letzte Folge. Finde ich ja. Wir mal weitergehen? Eigentlich echt schade. Hey BD, siehst du dir mal an. Ich dachte, wir kommen da nochmal hin. Da war wirklich was drin. Ich weiß nicht. Hä? Ein Eindruck! Er kann nicht! Ich verliere nicht die Konzentration, Jedi. Okay. Hab dich! Das sieht aus wie eine Heizung. Maschine. Imperiale Maschine. Erzeugen Energie von kontrollierten und kontrollieren die Temperatur von Industrieanlagen durch die Nutzung von Erwärmung aus dem Planetenkern. Der Prozess erzeugt gefährliche Nebenprodukte und ist für das empfindliche Ökosystem hochgradig zerstörerisch. Ja, sehr gut. Nicht autorisiertes Lebewesen entdeckt. Oh nein. Benachrichtigung, verfolge Eindringling. Minderwertiger Jedi. Trivialer Gegner. Bedrohung unter Kontrolle. Mhm. Die Kristalle kaum ansehen, nach dem, was wir durchgemacht haben. Hä? Imperiale Minenoperation konzentriert sich auf Orte, die die Jedis als heilig betrachteten. Ziel ist die Nutzung der Ressourcen eines Planeten für die dunkle und geheimen Ziele des Imperiums. Bitte!
ein Jedi? Volltreffer! Ich verliere nicht die Konzentration, Jedi. Ich kann ihn kriegen. Selber schuld, du hast mich echt genervt. So. Aber finde ich echt gut, dass wenn die Eindringling über uns! Ja! Ich glaube, er hat Angst vor uns. Achso, ja, stimmt, man muss es ja viel zu früh machen. Bitte, stimmt zu mir! Alter! Okay. Geh mal da hoch jetzt. Kumpel, Hilfe! Er verwendet Stimmen! Hä? Wieso funktioniert das nicht mehr? Nochmal. Wieso geht er nicht mehr nach da? Diese Raketen, also manchmal funktioniert das super und manchmal funktioniert das gar nicht. Ja. Bist du nicht gerade erst mit einem Transporter angekommen? Doch, aber das ist schon Stunden her. Hey. Bisschen besser. Ich könnte einen Stim gebrauchen. Ich schau mal, ob hier unten was ist. Aha. Ah, da, wir sind hier. Aha. Hier drüber!
Du wirst einen Fehler machen. Das ist deine Schuld. Du hast die gekillt. Ich hasse es. Stim, bitte! Ich gehe jetzt zu dem hoch. Oh. Den holen wir uns! Wollen wir das überprüfen? Erledigt den Eindringling! Konzentration! Fein verwundet! Er hat Schmerzen! Ich brauche einen Stim-BD! Das Ziel hat einen Stim! Wir werden dich auslöschen! Das nächste holt er sich uns! Ich treffe ihn nicht! Das ist ein echter Kämpfer. Auf ihn! Vorstoß! Hilf mir bitte! Er wird nicht durchhalten. Bisschen Hilfe, Kumpel. Er hat sich geheilt. Wir sind verloren. Ich werde dich nicht verfehlen. Deine Fähigkeiten sind nicht ausreichend. Du bist schwach. Du kannst mich nicht besiegen. Ich kriege dich. Dein Tod rückt näher. Ich brauche Hilfe. Wir sind schon ein bisschen... Oh nein. Ciao. Jetzt muss ich schauen, dass ich da hochkomme, ne? Du hast einen großen Fehler gemacht. Bleib stehen und kämpfe. Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Du bist auf allen imperialen Kanälen. Sie schicken alles, was sie haben. Ihr und Grease seid sicher? Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Deckung weg. Kann man das Signal der Mantis tarnen? Ah, das klappt nur, wenn sie es nicht erwarten. Ich habe eine andere Idee. Okay. Ich will noch mal hier hin. Einerseits wegen dem Loch und andererseits wegen dem grünen Ding. Gut. Also ja, macht schon Spaß, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ups. So, da drüben, ne? Ja. Ah, nee, das ist falsch. Ja, nee, das ist richtig. Entschuldigung. Also, wo kann ich was untersuchen? Hier kann ich irgendwo was untersuchen. Hier. Fühlt sich an, als wären überall Geister. Nein, geht das nicht.
schwer hier zu sein. Danke dir. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ruhen wir uns aus. Es ist wurscht, dass die anderen dann wiederkommen. Genau, wir schauen dann nächstes Mal, nächste Runde, was es mit dem da unten auf sich hat. Ich will da runter. Aber ich weiß nicht, ob wir das können. Oder vielleicht führt auch das da nach da unten. Könnte sein. Gut, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.